Türe noch hier, ja. Okay, schönen guten Abend, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Eisbären Berlin gegen die Kölner Haie. Endstand 3:2 nach Penalty-Schießen. Ich begrüße alle Gäste an den Bildschirmen, begrüße alle Gäste hier im Presseraum und begrüße natürlich auch die Trainer, Gästetrainer Niklas Sundblad zu meiner Linken und Don Jackson auf der rechten Seite, der Trainer von den Eisbären natürlich. Und bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Erstmal guten Abend aus dem Spiel. Wir haben gut Eishockey gespielt heute. Wir haben gut angefangen, wir hatten unseren Gameplan gut gespielt. Wir haben gute Zugkräfte gemacht, wir kriegen 2-0. Und das sieht gut aus. Leider hat 2-1 und 2-2 sofort gekriegt in den Anfang, in der letzte Drittel da. Und dann letzte 10 Minuten kommen wir zurück und geben einen guten Druck. Wir hatten verdient ein Tor, da aber leider nicht. Dann geben wir einen Shootout und wir verloren heute. Letztes Spiel war her, wir gewonnen einen Shootout. Und wir hatten 2 Punkte verloren. Aber wie gesagt, die Jungs kämpfen und Berlin ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wir fahren uns zu Hause vorbereitet für das nächste Spiel. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Sundblad. Don? Ja. Guten Abend zusammen. Ein Augenblick, Peter Lustrein. The game was seemed weird to me. We had a strong start. We controlled the puck in the offensive zone. We had dangerous mistakes made and resulted in 1-0 for Cologne in the first period. Played against a team who's only lost one game in the last 2 games, so the Cologne's in a good way. The second period was, for us again, we have gave up only 3 shots, but we gave up one goal. In our own zone, we weren't very good. We weren't very smart, and it was kind of an easy goal because our guys we didn't touch them, kind of Cooper contact. And then the third, we came out all charged up, and very proud of the boys. The penalty, the shootout win is good for ourselves and good for our spirit. And so I'm proud of the comeback and the fact that we ended up with 2 points from being down to nothing after 2 periods. Thank you. Also Don sagt, dass er stolz ist auf die Jungs, dass wir gewonnen haben, nachdem wir 0-2 zurücklagen und dann auch 2 Punkte holen konnten. Am Anfang dachte er, dass wir ganz gut den Puck kontrolliert haben und auch das Spiel kontrolliert haben, aber dann hat sich dieses seltsame Spiel durch sehr gefährliche Fehler in der eigenen Zone zugunsten der Kölner erstmal entwickelt. Die haben das 1-0 geschossen. Im zweiten Drittel haben wir auch in der eigenen Zone nicht so gut gespielt, haben bei dem 0-2 irgendwie keinen Körperkontakt gehabt. Also die Kölner konnten da relativ einfach dieses Tor erzielen. Im letzten Drittel sind wir gut zurückgekommen, waren aufgeladen und konnten dann den Ausgleich erzielen. Gut, dann war das zu den Statements. Ich wünsche erstmal allen Zuschauern an den Bildschirmen einen schönen Abend und hoffe, wir sehen uns am Sonntag um 19 Uhr wieder. Und bitte die Pressevertreter auf.